Promis in Weihnachtsstimmung. Heute, O Tannenbaum. Heute ist der 24. Dezember. Es ist morgens um 11 Uhr. Kurt Eschbacher, Christian Groß und Hakan Yakin sind soeben im Haus von ihrem Freund Matthias Hüppi eingetroffen, um den Weihnachtsbaum zu schmücken. In der warmen Stube steht alles in Schachteln bereit. Der Tannenbaum steht nackt da, verbreitet aber schon den Duft von Heiligabend. Grüezi miteinander, zuerst einmal Merry Christmas. Schön sind ihr da. Welcome. Fühlt euch wieder heim. Schön hast es da, Matthias. Fantastico. Danke, Kurt. Es stehen nun alle vor dem Baum. Hakan, welcher einen selbstgestrickten Wollpullover mit Rentieren darauf trägt, beginnt mit dem Auspacken der Dekorationen. Für Mama mit Schmücken? Wie wollen wir es machen? Also, ich würde gerne die Leitung übernehmen, wenn das für dich okay ist, Matthias. Nur zu, Christian. Feel free. Also, Hakan, du bist der persönliche Assistent von uns allen. Fass gerade mal an, die Dekostücke in einer sinnvollen Auslegeordnung am Boden zu legen. Am besten, was oben kommt, legst du rechts an, was unten kommt links. So können wir uns von links nach rechts aufschaffen. Kurt, du übernimmst die kreative, ästhetische Leitung. Ja, gerne, Christian. Der Hakan ist sozusagen dein verlängerten Arm. Und du, Matthias, holst uns allen mal einen warmen Tee. Will jemand heisse Schocke? Also gut, dann eine heisse Schocke für den Hakan. Also. Bevor ich mich von der Musel küsse, was für Farben haben wir zur Verfügung? Rot, Gold und Silber. Kurt, wenn ich dir einen Tipp geben darf. Ich würde oben mit der Spitze anfangen, dann mit zwei Kugeln unterstützen, dann immer weiter. Das Ganze läuft dann so auf eine 4-2-3-1 Aufstellung. Ja, das ist eine gute Idee, Christian. Und wenn du dann mit dieser glitzerigen Kette schön die Kerzen unten abdeckst, dann fliegt dir das Wachströpfchen ins Abseits. Ja gut, jetzt lass mich mal machen, Christian. Hakan, bist du bereit? Ja, bereit. Hast du gerne eine Leiter geholt? Tee ist da und die heisse Schocke kommt gerade. Hat noch jemand Lust auf Weihnachtsgrützli? Ja, Gutzi, 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 Gutzi. Ja, natürlich. Ja. Gut, kommt gerade. Also, Hakan, der Spitz Willi Goldig. Er steht für einen Weihnachtsstern, der hau über allem funkelt. Bei den 5 Stunden Dram und die ist der Kerzli. Ihre Flämmli tut den Stern so wunderbar zum Leuchten bringen. Nimmst die Bienenwachskerze für den Heimerigen durch. Dem Ganzen folgt den rote Kugeln, dann nimmst die Matte, weil ihre Farbe auf Weihnachten als Fest mit der Liebe unterstreichen. Dann nimmst die zweite Reihe Kerzli-Kanz und dann... Nicht so schnell, Kurt! Wenn ich so schnell mache, tue ich mich nur pieksen an den Nadeln. Hakan, lieber langsam, aber konzentriert schmücken. Du hast eine sehr wichtige Aufgabe. Die Kerzen müssen pfeifen gerade sein und heben. Sodeli, Gutzli und die heisse Schocke ist auch da. Ein bisschen Weihnachtsmusik. Oh ja, gern. Rudolf the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Nein, Hakan. Ich wär für einen Choral vom Bach. Ja, oder wie wär's mit ein bisschen Pocatzmann? Nein, also ein ganzes einfaches O-Tannenbaum wäre für mich die beste Lösung. Und das zielt voll auf Weihnachten. Ja, nein, aber ein bisschen etwas Festes, nein, ein bisschen Choral. Ja, also ich finde Pocatzmann, das ist der Mainstream-Style. Hakan ist konzentriert. Und so schmücken sie weiter und diskutieren über das passende Lied. Was aber alles überstrahlt, ist die Vorfreude auf später, auf den gemeinsamen Heiligabend. Kopf, Deckel, Bock, Katz, man kennt doch jeden, oder?